Ich sage immer, wenn jeder Mensch das tun würde, was er wirklich zu tun hat, ja, wenn er das erkennt, dann wird sich alles ganz schnell wieder ins Gleichgewicht bringen. Deswegen ist es kein Privileg oder Luxus, sondern es ist unsere universelle Verantwortung. Lass dein Leben und dein Reisen zu einer spirituellen Reise und Erfahrung werden. Ich grüße dich zu dem heutigen Beitrag. Es geht um das Thema, dass unser ganzes Leben eine Mission und ein Seelenauftrag ist. Und dazu gehört auch das Reisen. Ich bin hier gerade in Formentera auf Ibiza und wir sind vorgestern mit dem Segelboot hier angekommen. Und es war einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe, dass das ein guter Impuls ist, den dir mitzugeben. Weil bei mir ist es so, dass ich eigentlich seit 20 Jahren nur spirituell reise. Also damit hat sozusagen meine eigene spirituelle Reise angefangen, wo ich nach Indien gegangen bin vor 20 Jahren, weil ich habe früher, wenn ich reisen war, ich war viel unterwegs, immer auf der Welt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es fehlt irgendwas, es fehlt so die Essenz und ich war immer auf der Suche. Und als ich dann nach Indien gegangen bin, um die Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen mit Meditation und Ayurveda und Heilarbeit, da habe ich dann gemerkt, ja, es ist eigentlich diese Essenz, die mir gefehlt hat, dieser tiefere Sinn, warum ich eigentlich reise. Und von da an war jede Reise eine spirituelle Reise in dem Sinne, dass ich einfach gemerkt habe, es ist immer irgendwie eine Mission, die ich habe, ja, also für mein eigenes Wachstum, aber auch in Bezug auf andere Menschen, ja, dass ich entweder von anderen Menschen lerne oder denen auch was mitgebe. Und natürlich dann auch die Arbeit mit der Natur, mit den Elementen und auch mit den Kraftplätzen. Manchmal ist es auch so, dass wir den Auftrag bekommen, dass wir bestimmte Plätze aktivieren oder uns durch bestimmte Plätze an Dinge rückerinnern. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und von da weg hat sich auch das Reisen ganz anders angefühlt und auch das Leben an sich, ja, weil dadurch bin ich zu meiner Berufung gekommen und habe einfach gemerkt, dass ich einfach mein Tun immer mehr in einen höheren Kontext stelle und in den Dienst Gottes letztendlich. Das sagt der Robin Kaiser immer so schön in seinen Videos. Und diese ganzen Segelreisen, vielleicht hast du dir schon das ein oder andere Video dazu angeschaut, das ist auch Teil davon. Also ich mache das nicht nur, um jetzt irgendwie ein Abenteuer zu haben oder einfach für mein eigenes Vergnügen, sondern es geht wirklich darum, reinzuspüren, was ist jetzt mein Auftrag und wo geht es hin. Und das hat angefangen eben mit der Vision, den Atlantik zu überqueren, aber da bin ich ja dann wieder zurückgegangen. Und die Erfahrung mit den Booten und den Menschen ist aber weitergegangen. Und jede Reise ist einfach ganz speziell. Gerade auf dem Boot lernst du so viel, weil du bist auf so engem Raum zusammen mit den Menschen und alles potenziert sich so unglaublich. Und ja, das ist für mich eine mega Herausforderung. Und ich muss sagen, es waren einfach noch nicht so viele Momente dabei, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das wirklich genießen. Und vielleicht ist es aber auch ein Thema, dass ich mir mehr erlauben darf, auch das Leben zu genießen. Also, dass ich einerseits natürlich das ernst nehme, den Auftrag, den ich habe, ja, in meinem Leben, den Seelenauftrag, aber trotzdem auch dieses Genießen von den Dingen, dass das nicht zu kurz kommt. Manche Menschen nehmen das Leben viel zu ernst, andere, die genießen nur und da einfach so diesen Mittelweg zu finden, ja, weil es ist beides und immer jeden Tag wieder reinzuspüren, worum geht es heute und was ist wirklich wichtig. Und auf den Booten ist es einfach so, dass du mit den Menschen sehr viel lernen kannst, also über dich selber natürlich auch. Und es ist natürlich auch dieser Moment, der dann oft da ist, wo du das Gefühl hast, ich komme nicht weg, ja, wenn du auf dem Meer bist oder auch, wir sind jetzt gestern oder vorgestern hier angekommen. Und es ist eben nicht so, dass wir in einen Hafen gegangen sind, was ich auch, oder in diese Marinas, was ich eigentlich gar nicht mag, sondern wir haben hier geankert in einer Bucht von Formentera. Und dann ist es aber auch so, dass du ja nicht einfach so loskommst. Dann war dieses kleine Boot, dieses Beiboot vom Segelboot, das war kaputt. Und dann habe ich so das Gefühl, dann sind andere Menschen noch auf das Boot gekommen. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ach, ich muss hier kurz mal runter. Und dann bin ich einfach ins Wasser gesprungen und bin zum Strand geschwommen. Ja, das waren, was weiß ich, 15 Minuten. Und danach hat sich das dann auch wieder gelöst und dann konnte ich auch wieder besser mit den Energien umgehen. Und ja, vielleicht kennst du das ja von dir zu Hause, aber wie gesagt, das ist auf dem Boot einfach nochmal eine ganz spezielle Situation und ich bin einfach sehr sensibel
Und das hatte ich auch in den anderen Videos schon gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, alles wird, weiß ich nicht, 15, 20 Mal stärker, ob das die Gerüche sind, die Energien von den Menschen, die Musik, alles, ja. Und so war auch diese Reise wieder ganz speziell. Wir hatten nicht so viele Probleme mit dem Boot, aber in anderen Aspekten, wir sind in einen Sturm gekommen, also nicht wirklich in den Sturm gekommen, wir sind die ganze Zeit so an dem Sturm vorbeigefahren. Und da hatte ich auch in dem Telegram-Kanal schon einen Post reingestellt dazu zu dem Thema. Das heißt, es geht darum, mit den Stürmen des Lebens nicht zu kämpfen. Ja, das ist wichtig, dass ich beobachte, dass ich mich vorbereite im Fall vom Boot, ja, dass ich die Segel runterfahre oder auch ganz einfahre, wenn der Sturm kommt. Und wenn ich merke, ich kann mit dem Sturm mitgehen, ja, oder sozusagen die Kraft des Sturmes nutzen, dann lasse ich die Segel oben. Und diese Entscheidung zu treffen, und im Leben ist es genauso. Ja. Und wenn ich im Sturm bin, dann ist es wichtig, dass ich mich hingebe und das möglichst, ja, dass es möglichst mir wenig Schaden zufügt. Und das sind einfach so diese Lehren, die man tagtäglich hat. Und das Segeln ist für mich sowieso einfach, ja, Meditation in Aktion, weil jeder Schritt, alles, was du tust, musst du bewusst tun. Ja, ein Schritt und du bist im Ozean drin oder du fällst hin und tust dir weh. Und das ist halt, also ich kenne das einfach nicht. Ich segle noch nicht so lange so intensiv. Und das lehrt mich einfach noch bewusster und achtsamer zu sein mit allem, ja. Also auch im Umgang mit den anderen Menschen und ja, mit allem, was ich tue, mache, was ich denke und was ich fühle. Also spür auch mal rein, wo ist dein Seelenauftrag? Also ich arbeite ja seit ja, 16 Jahren jetzt mit den Menschen, speziell mit diesem Thema auch, dass du für dich nicht suchst, sondern eigentlich dich daran erinnerst, was du zu tun hast. Und auch wenn du reist, immer zu spüren, warum mache ich das? Was ist wirklich wichtig, dass du abfragst, ja, dass du dich an die Erde, an die Quelle anbindest. Da habe ich auch schon Videos dazu gemacht, wie du das für dich üben kannst, dass du wirklich dich deiner inneren Führung übergibst und aus dieser Führung heraus dann lebst und handelst. Dann kriegt das alles einen ganz anderen Wert des Lebens. Also du hast das Gefühl, du bist einfach erfüllter, es hat einen tieferen Sinn, es nährt deine Seele. Und eben das Wirken, Tun in den Dienst Gottes zu stellen. In dem Sinne, Gott hat ja nichts mit Religion oder so zu tun, sondern es ist wirklich diese freie Verbindung und herauszufinden, warum wir in diese Erde oder auf diese Erde oder in diese Inkarnation gekommen sind. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du mich gerne kontaktieren. Und es gibt auch viele andere Menschen, die dir dabei helfen können. Aber ich sage immer, wenn jeder Mensch das tun würde, was er wirklich zu tun hat, ja, wenn er das erkennt, dann wird sich alles ganz schnell wieder ins Gleichgewicht bringen. Deswegen ist es kein Privileg oder Luxus, sondern es ist unsere universelle Verantwortung. Lass dein Leben und dein Reisen zu einer spirituellen Reise und Erfahrung werden. Und zum Abschluss noch, also heute geht meine Reise wieder zurück von Ibiza nach Andalusien. Und das war auch noch mal so speziell, weil ich wollte nächste Woche zurückfahren in die Berge, nach Bayern. Und das war wirklich jetzt noch mal so im letzten Moment die Entscheidung zu treffen, ja, gehe ich jetzt kurz vorher noch mal auf diese Segelreise. Und das kostet mich schon immer wieder Überwindung, den Rucksack zu packen, dann mit Bus und jetzt auch noch fliegen. Ich fliege eigentlich normalerweise nicht, aber ich komme nicht anders zurück. Und daher immer wieder aus dieser, ja, für mich ist es einfach eine Wohlfühlzone, auch in Sahara, da immer wieder zu sagen, nein, ich habe das abgefragt, ja, ich wollte eigentlich gar nicht so wirklich weg. Und dann kam aber durch von oben, nein, das ist wichtig, dass du das machst, und ich habe es auch nicht bereut. Und ich versuche heute noch, wenn ich jetzt nach Ibiza rübergehe, von Formentera an einen Kraftplatz zu gehen. Das ist ein Felsen, der heißt Esvedra, vor dem war ich schon vor 15 Jahren. Und es ist so ein starker Energiepunkt. Ich habe den von Formentera schon gesehen. Kannst du dir auch im Telegram-Kanal, das verlinke ich alles oder stell es auch ein jetzt. Wenn du dir das Video anschaust, siehst du oben die Adresse von dem Telegram-Kanal. Da kannst du dir auch die Bilder dazu anschauen. Und das ist so ein magischer Punkt. Hat auch mit den Riesenbäumen zu tun, worüber ich auch schon gesprochen habe, dass auf der Erde einst gigantische Bäume waren. Und dieser Felsen hat auf jeden Fall damit was zu tun. Und ich möchte da heute noch hinfahren, wenn ich das irgendwie schaffe, und zu spüren, was da, ja, was da zu tun ist und welche Botschaften da kommen. Ja, wie gesagt, wenn du interessiert bist, wie die Reise weitergeht bei mir, dann abonniere auch den Kanal, weil dann wirst du immer informiert über die neuesten Videos und Impulse. Und ja, lass einfach auch einen Kommentar. Vielleicht hast du auch was zu teilen von deiner Erfahrung, von deinen Reisen.
Und ja, ich springe jetzt gleich hier vom Boot mal ins Wasser, damit der Kopf kühl und klar bleibt. Ich schicke dir viel Licht, viel Liebe hier vom Mittelmeer diesmal. Und wir sehen uns bald. Ciao. Setz dich bequem hin und schließ deine Augen. Atme ein paar Mal tief durch, durch die Nase ein, über den geöffneten Mund aus. Und lass durch die Ausatmung Druck und Anspannung los aus dem Alltag. Zentriere dich dabei in deinem inneren Raum und in deinem Herzen. Lass dich von deinem inneren Raum aufnehmen. Und dann gehst du von deinem Herzen mit deinem Bewusstsein und deiner Atmung nach unten in deine Wurzeln und beginnst immer tiefer in die Erde auszuatmen, bis du im Erdmittelpunkt angelangt bist, um dich hier zu verankern. Du wirst ganz weit in deiner Basis und spürst diese Anbindung an die Mutter Erde. Gleichzeitig nimmst du wahr, wie der Erdenstrom durch deine Wurzeln aufsteigt in deinen Körper und unaufhörlich durch dich hindurchfließt, hinauf Richtung Krone und göttliche Quelle. Und du steigst aus dem Zentrum der Erde auf, über deinen Körper, zusammen mit diesem Strom, deinem Bewusstsein, deiner Atmung. Visualisierst, wie die Krone sich öffnet dem Licht und die Enden deiner Äste, der Krone, beginnen sich im Zentrum der Quelle zu verankern. Und du bleibst mit deinem Fokus und deiner Aufmerksamkeit, mit deinem ganzen Bewusstsein jetzt in der Quelle und lässt dich von diesem Feld aufnehmen, durchdringen. Spürst, wie das Licht über die Krone in dein Herz fließt und sich von hier multidimensional in deinem ganzen Sein ausdehnt. Allein diese Anbindung hilft dir schon, den Zugang zu deiner Seele zu erweitern. Du spürst, wie das Tor zu deiner Seele sich öffnet, zu deinem höheren Selbst, der nicht inkarnierte Teil deiner Seele. Denn deine Seele weiß, wohin der Weg geht. Hier ist das ganze Wissen und die Weisheit gespeichert. Hier kannst du dich daran erinnern, warum du in diese Inkarnation gekommen bist, was dein wahrer göttlicher Auftrag ist. Lass dein Herz jetzt ganz weit werden und lass den Strom deiner Seele in dein Herz fließen, das goldene Licht deiner Seele. Und somit auch das Wissen und die Weisheit um deine göttlichen Talente und Fähigkeiten. Denn es ist alles in dir. Es geht nur um die Rückerinnerung. Es ist wie ein energetischer Download, den du jetzt in deinem Herzen aufnimmst. Atme dazu tief ein und aus und intensiviere die Anbindung an deine Seele zwischen deinem Herzen und deinem höheren Selbst. Deine Fähigkeiten, deine Talente und deine Interessen sind der göttliche Kompass, nach dem du dich orientieren darfst. Das ist kein Privileg oder auch kein Luxus, sondern das ist unsere universelle Verantwortung, dass du beginnst, jeden Tag für dich zu spüren, was wirklich wichtig ist in diesem Leben. Und die Anbindung an die Erde gibt dir das Vertrauen, dem zu folgen, dass sich die Konditionierungen und Muster der künstlichen Angstmatrix immer mehr auflösen und du jeden Tag mehr und mehr deiner Intuition und dem Ruf deiner Seele folgen kannst, um deinen Ton in einen höheren Kontext zu stellen, in den Dienst der göttlichen Quelle, zum Wohlsein deiner selbst und aller fühlenden Wesen. Nimm wahr, wie dich das weit macht, wie das Licht deiner Seele
sich ausdehnt in deinem ganzen inneren Raum. Das goldene Licht, was dich jetzt durchdringt und erfüllt. Hab das Vertrauen, dem Licht und dem Ruf deiner Seele zu folgen. Spür auch immer wieder hinein, was dir die Stimme deines Herzens sagt. Und dein Verstand hilft dir bei der Umsetzung. Und so kommen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang. Und dein Leben bekommt eine neue Ausrichtung. Du erinnerst dich, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Dass du groß und mächtig bist und diese Macht positiv einsetzen kannst. Für dein eigenes spirituelles Wachstum, aber auch für das Wachstum der Menschheit, für alles, was ist hier auf dieser Erde. Nimm wahr, wie dir das Ruhe gibt. Und spür, wie du immer mehr bei dir ankommst, ins Vertrauen gehst. Lass das noch einen Moment in dir wirken und schau, ob du Bilder bekommst, Impulse, Botschaften von deiner Seele für den nächsten Schritt in deinem Leben. Diese Bilder, Botschaften oder Impulse können in Form von Worten kommen, von Klängen, von Bildern, aber auch von Gerüchen. Öffne dich, um jetzt zu empfangen. Und dann lass diese Anbindung noch einen Moment in dir wirken. Spür aus der Quelle diese Anbindung an die Erde und an das Licht, aus der heraus du beginnst zu leben oder es weiter zu intensivieren. Und dann bedanke dich für die empfangenen Geschenke aus deiner Seele. Lass dich erfüllen mit dieser Dankbarkeit für alles, was ist, was war und sein wird. Und dann atmest du einmal tief ein und kommst dann mit einem langen Ausatemzug wieder zurück in deinen Körper, an die Erdoberfläche. Und verankerst das, was jetzt zu dir gekommen ist, in der Erde. Dass es sich wirklich hier auf dieser Ebene auch manifestieren kann. Und dann zentrierst du dich in deinem Herzen und atmest ein paar Mal in der stehenden Acht zwischen deiner Herzsonne, der Erdensonne und der Himmelssonne, wobei die Acht sich immer in deinem Herzen überkreuzt. Und du dich wieder daran erinnerst, dass du unendlich bist, dein ganzes Sein schon immer da war und immer da sein wird. Und dann atme ein paar Mal tief durch und komm langsam wieder zurück in das Wachbewusstsein. Öffne deine Augen. Und spür mit geöffneten Augen noch einen Moment nach. Vielen Dank und Namaste.